fries dich. Ach, wegen dem Fledermauszeug. Macht euch da keine Gedanken. Dafür gibt's jetzt Konterbierpforte. Konterbierpforte. Da sprengt ihr den Schädel ganz aus. Und dann macht ihr euch um das andere Zeug auch keine Gedanken mehr. Konterbier. Gute Preise. Gute Besserung. Naja, was will ich denn sagen? Ich bin lang mal doch gern Auto gefahren und damals in den 70er, 80er Jahren, das hat ja damals niemanden interessiert. Und wenn du doch mal angehalten worden bist, dann hast du halt mal eine Flasche Bier aus dem Handschuhfach geholt und einen kurzen eingeschenkt. Und dann hast du halt mal zusammen mit der Polizei einen Nein gezolbert. Aber heutzutage, da geht das ja alles nimmer. Ne? Die sei ja nimmer satt. Dann brauchst du lang ein Kastenbier im Kofferraum und ich die Schnaps im Handschuhfach. Und nachher, das geht ja richtig in eine Geld. Ne? Und nachher wollen die auch noch einen Führerschein sehen. Ne? Du. Also, ja, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, halt mal so einen Schein zu machen. Ne? Und dann die Ämter angerufen, habe ich dann mal gehabt hatten. Und mir gesagt, pass mal auf, Leute. Ich müsste mal Führer werden und dann mal dazu einen Schein brauchen. Ja. Du kriegst einen Knast angedroht dafür, wenn du den Schein machen willst zum Führer. Ne? Das geht auch nicht. Ja, da war ich noch ein wenig deprimiert. Und dann bin ich mal in eine Rio. Da habe ich gedacht, Mensch, dann müsstest du mal alles ein wenig runterspielen. Und dann noch am 5., 6., ja, 7., das kann auch eine gewesen sein. Das sollst du vorrichtsbar nehmen. Ja, da haben wir ein bisschen mehr aufgepasst. Das kriegen wir schon hin. Da machen wir einen Führerschein. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht und der Fahrungsbeamte war auch ganz knallhart von mir überzeugt gewesen. Ne? Muss man ganz ehrlicherweise so sagen, wie es ist. Ne? Und jetzt habe ich den Führerschein. Ne? Also man muss auch ehrlicherweise sagen, ob du schwarz bist oder aus Klingetal kommst, das ist dem Fahrungsbeamte egal, der macht mit jedem den Führerschein. Ne? Und Norbert, durch meine sehr guten Leistungen, hat er mir die Bind hier verliehen. Und jetzt erinnert mich sein Gesicht, ne? Vor der Vorschule, muss man auch so sagen. Ne? Auf dem Werbeplakat an der Bushaltestelle. Was denkst denn du? Wenn du hier Jägerstrasse Auerbach, da häng ich schon seit 2 Jahren dran. Gebracht hat es zwar nicht. Du sei weder Klingenthaler noch Schmatzer zur Vorschule gekommen. Aber naja, da hätten wir wenigstens eine Menge mehr Zeit gehabt, um 2, 3 zu trinken. Fries, jeden Tag. Wir wollten mit unserem Werk nicht nur die Leidenschaft der Testpersonen für das Produkt darstellen, sondern uns ging es in erster Linie darum, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Vor allem in der Situation, wenn die Forscherin das Bier übergibt, sollte besonders an das Spätwerk Rainer Werner Fassbinders erinnert werden. Und hier der Verlust von allem, was noch an Bedeutung dargestellt werden. Die Schauspielerin hat sich darauf sehr intensiv vorbereitet. Sie hat über 3 Jahre hinweg in Stützengrün gelebt, musste dort logischerweise auf alles verzichten, was nur irgendwie lebenswert ist. Und sie wird es wahrscheinlich nie verarbeiten können.